capture the flag. Master Chief. Hey, yo, Psycho! Ocean! Yoga! Not my last commentary until... Wie, wer, wo, wann, was? Commentary... Okay, ich bin wach. Hellwach, so wach war ich noch nie. Okay, jetzt geht das los hier. Wow. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary. Und im Hintergrund seht ihr ein kleines Halo 4 CTF-Gameplay und ich fehle gerade ein bisschen Rocket. Und ja, auf Exile war eine ganz nette Runde. Ich habe hier relativ viel mit Powerwaffen gespielt, vor allem am Anfang. Aber ich finde, das geht eigentlich ganz klar, ist ganz nett. Und ja, ich habe hier mal wieder mit dem Evergreen gespielt. Schöne Grüße an den Evergreen und das, ja... War eine ganz lustige Sache. Und hier, bam, bam, guckt euch das an. Zack, mit der Saw auf die übelste Entfernung kein Gold. Wer kann es einem verübeln? Ich meine, die Saw ist jetzt nicht unbedingt so die gute Range-Waffe. Und jetzt bin ich hier auf der erbitterten Suche nach einer DMA oder einer BA. Finde hier aber nichts. Das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, muss man mal ganz klar so sagen. Und ja, Leute... Mal wieder ein Commentary. Es ist jetzt, glaube ich, schon wieder ein Weilchen her, dass ich ein Commentary gemacht habe. Gucken wir mal das 12. Mai. Jetzt ist der 27. Das ist jetzt, also jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist zumindest der 27. Wann ihr es dann seht, werden wir nochmal gucken. Ja, ist jetzt auch schon wieder über 2 Wochen her. Mein Gott, ne? Ich sag, ja. Genau. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wie das denn jetzt hier mit dem Channel so weitergeht, so ganz allgemein. Und, ja, schon wieder Orga. Ist das eigentlich interessant, so andauernd so Organisatorisches zu hören? Ich meine, geil irgendwo, ne? Nein, ich habe gleich auch noch so ein bisschen was Halo-mäßiges, ne? Ja, da machen wir mal ordentlich Halo hier, ne? Uiuiui. Ja. Also allgemein, ich spiele ja momentan noch ab und an mal Halo CE, Halo Custom Edition auf PC. Macht auf jeden Fall ordentlich Bock. Ich habe da auch ein paar Gameplays und habe auch noch ein Gameplay von jemandem eingeschickt bekommen. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Das kommt dann demnächst noch und da werde ich dann nochmal ein kleines Commentary darüber machen, über die Custom Edition. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, macht auf jeden Fall ordentlich Spaß. Ist ganz klassisch, super cool. Joint man einfach auf irgendeinen Server, bam, und dann spielt man einfach. Das macht eigentlich einfach nur Spaß. Also dazu werde ich ein bisschen was bringen. Ich hatte mir überlegt... Ich wollte ja sowieso mal irgendwann alle Halo-Kampagnen so hier auf diesem Kanal zeigen. Ne? Würde sich anbieten, das in Form eines Let's Plays zu machen, demnächst ein Halo 4 Let's Play anzufangen. Ich habe auch schon mal die erste Session aufgenommen. Allerdings ist das Spack beim Vegas momentan ein bisschen rum. Ich muss dann nochmal gucken, wie das dann so klappt. Aber es wird schon klappen. Da wird dann irgendwann demnächst der erste Part kommen. Also ich war nicht ganz untätig in den letzten 2 Wochen. So, was hatten wir noch? Ja, eigentlich... Alles so ganz nett. Ich habe ein bisschen Halo 4 gespielt, ne? Habe auch noch mal ein bisschen Reach gespielt. Halo 3 habe ich nicht gespielt. Das war irgendwie... Naja, egal. Ah, die Gegner, ne? Die waren schon wieder so blöd. Das glaubt man gar nicht. Zack, hier, ne? Ich kann hier in Ruhe nachladen. Ne? Fail hier noch mit dem Lift. Ich meine, der Gegner rennt einfach weg. Ne? Es gibt 2 Arten von dummen Gegnern, ja. Manche dummen Gegner, die sind dann so, ne, sind dann so die übelsten Noobs, ne? Und wir dürfen nicht vergessen, Noobs sind Rudeltiere, kommen dann immer zu dritt mit ihrer AR an und chasen dich einfach so krass, dass du nur drauf gehen kannst, ja. Das sind, also ich meine, die sind eigentlich auch scheiße, weil die ohne Hirn einfach drauf rennen, aber trotzdem. Trotzdem noch deutlich effektiver dabei sind. Ja, das ist, ja, ne?
Naja, kann man jetzt so oder so sehen. Ich meine, die fahren ja einfach so sinnlos mit Mongos rum und so, das ist total seltsam. Ah ja, übrigens, Halo 4 habe ich jetzt auf Englisch, ne? Deswegen habe ich auch mit dem Let's Play angefangen, weil ich dann halt auch die Kampagne, ne? Ja, habe ich irgendwann mal für letztens, als ich eine Hülle für mein smartes Phone bestellt habe, habe ich da nochmal Halo 4 gesehen, die normale Version für. Boah, der hockt da auch die ganze Zeit. Für. Ich glaube 15 Euro oder so. UK Import, habe ich mir gedacht, hey, da schlägst du jetzt mal zu. Ist eine ordentliche Sache. Und ja, dann kam das irgendwann und dann, ja, ist episch. Macht auf jeden Fall echt Bock. Macht mir persönlich halt einfach mehr Spaß, auf Englisch zu spielen. Also ich denke mal, es geht auch den meisten so, ist die Leiche spackt hier auch rum. Hier passiert so viel Scheiße in diesem Match, das ist unglaublich. Die ganze Zeit irgendwie so random Shit und ich hier wieder mit dem Light Rifle am rumspammen. Ne, und die Gegner so ein bisschen aus dem Spawn, ja. Da kommt er mit dem Jetpack, weggeholt. Ja. An für sich auf jeden Fall eine ganz lustige Angelegenheit, Halo 4 auf Englisch zu spielen. Also, keine Ahnung. Dass sie das, Mann, warum man das eh nicht einfach den, so wie früher in Reach und Halo 3, stellst einfach die Xbox auf Englisch und hast dann den Multiplayer-Announcer auch auf Englisch. Warum das jetzt nicht mehr so ist, weiß man auch nicht so genau, ne? Keine Ahnung. Haben sich gedacht, ach, wer macht denn sowas schon? Als ob jemand in Deutschland also Englisch könnte. Also Europäer, ne? Außer Engländer überhaupt Englisch konnten. Ich meine, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, keine Ahnung. Versteht man nicht, muss man auch nicht verstehen. Ist auch vollkommen egal. Ja? Naja. So. Hey, das ist eh ganz lustig, was ich mir auch noch überlegt hatte. Ich wollte ja mal vor Ewigkeiten, vor Urgezeiten ein Hörbuch zu Schlacht um Reach machen. Dann der Rollenbesetzung und so. Das ist alles ganz kompliziert. Ob ich das jetzt so aufwendig machen will, ich habe gedacht, vielleicht könnte man es ja auch einfach, vielleicht könnte ich auch einfach so eine Lesung quasi dazu machen. Also, ne, quasi Psycho liest hier, ne, Schlacht um Reach, weil, keine Ahnung, das Buch finde ich echt, ist eine super Sache. Für alle Halo-Fans, die auch ein bisschen an der Story interessiert sind, echt super geil. Und könnte man ja eigentlich mal lesen, oder nicht? Einfach, ich lese es vor, ne, quasi, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, kennt jemand von euch die Harry Potter Hörbücher? Die wurden ja für alle von Rufus Beck gelesen, der hat dann so ein bisschen, ne, Stimmen verstellt, bla bla. So ungefähr, in dem Stil, wenn man jetzt, falls das jemand von euch kennt. Die habe ich früher so mit 10, 11, 12 eigentlich ganz gern gehört, immer. Fand ich ganz cool. Doch, allgemein, Harry Potter ist auch so eine komische Geschichte, ja. Die Filme, ich war ja nie ein Riesenfan der Filme, aber ich fand den ersten Teil ganz nett, als er damals rauskam, den zweiten auch, dritten auch, den vierten fand ich noch ganz okay, fünften fand ich scheiße, sechsten auch, die sind auch echt nicht so der Brülle, aber dann kam ja 7.1 und 7.2 und sie haben es erstmal, ich war mit einem Kumpel sogar im Kino, weil wir irgendwie Langeweile hatten, und sie haben es tatsächlich geschafft, die Nostalgie auferleben zu lassen, weil ich einfach damit aufgewachsen bin. Das ist richtig krass, ne, wenn die da dieses klassische Harry Potter Themes spielen, ne? Ne, und so, dann ist das schon, dann hatte ich dann schon Gänsehaut irgendwie. Das ist so sinnlos eigentlich, aber mein Gott, im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht. Ich bin positiv reingegangen in die Serie. Und jetzt hier nur mit einer R, ne? Ich fasse es nicht. Positiv reingegangen in die Serie und auch positiv wieder rausgegangen, so. Ne, ich war voll zufrieden, als ich 7.1 und 7.2 gesehen habe. Ich gedacht, ja, schöner Abschluss. Läuft doch. Ja. Anders hatte ich es mir nicht... Und hier, dieser Tod! Mich so aufgeregt. Unglaublich. Naja, egal. Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen... Ne, ich meine, ja. Wie gesagt, sie haben im Endeffekt alles richtig gemacht. Harry Potter und jetzt epische Mongoose-Action, oder? Das sieht man auch nicht alle Tage. So, jetzt kommt, zack, 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 los. Haben wir ordentlich Speed drauf, ne? Und da kommt uns auch noch so ein gegnerischer Mongoose entgegen. Das ist so geil. Ehrlich. Eieiei. Schon genial. So, nehme ich mal die Flag, steigen wir wieder auf und dann geht er los hier, ne? Dann geht das ordentlich los. Ja. Der fährt jetzt dann hier schön gechillt lang. Schon gut, ne? Fand ich schon sehr entspannt. Ach ja, was mir da übrigens mal auffällt, Auto-Pickup bei der Flag regt ja viele ziemlich auf und mich unter anderem auch. Ich finde es echt nicht gut. Aber als ich dann Halo CE, also die Custom Edition auf PC letztens gespielt habe, ist mir aufgefallen, da gibt es auch Auto-Pickup. Da hebt man die Flagge auch automatisch auf, wenn man drüber geht. Allerdings hat man dann erstens keine Magnum, was in Halo CE noch fataler wäre. Weil, ne, Magnum, theoretisch 3-Shot, das wäre schon relativ heftig.
Ja, man hat halt keine Waffe, so wie den alten Ness, und kann sie auch wieder fallen lassen. Also den Flaggrun theoretisch immer noch machen. Man hat aber diesen, ja, wenn man drüber läuft, hebt man sie halt automatisch auf. Aber man kann sie halt fallen lassen und so. Deswegen finde ich das da noch so voll in Ordnung. Ich meine, das ist überhaupt kein Ding, aber wenn man sie nicht mal fallen lassen kann und so und dann auch noch so eine... Ich meine, warum muss der Carrier eine Magnum haben? Eine Magnum, die auch noch mehr Damage macht, dann ist er doch überhaupt nicht hilflos. Das ist doch blöd. Macht doch keinen Sinn, sowas. Naja, fand ich... Naja, ist egal. Capture Flag ist leider eh nicht mehr das, was es mal war. Ist immer noch ganz lustig und so, aber früher fand ich Capture the Flag einfach den geilsten Modus in MLG. Das war, ja, wenn da mal ein anständiger Flagrun, ne, lief, das war schon was. Hier, warum ich hier sterbe und keiner von denen draufgegangen ist, der zieht sich einfach wieder über 30 Kilometer ran. Ist doch kein Ding. Ja, Flagrun. Das war schon was, ne? Eieiei. Das finde ich so schade. Das hat Halo irgendwie auch ein bisschen besonders gemacht. Naja, ist ja auch egal. Ne? Halo 4, hey, braucht man nicht. Macht nämlich Spaß. Macht schon Spaß. So unterm Strich. Mein Gott. Was soll man sich da immer großartig beschweren? Ich wollte ein Scheißspiel, aber ich spiele es trotzdem den ganzen Tag. Macht ja keinen Sinn. Ne? Haha. Ja, so. Ab sofort. Themen los. Werden wir mal ein bisschen improvisieren. Ach, den Laser. Dann komme ich direkt wieder auf den Laser zu sprechen, aber es ist halt irgendwie... Oh, jetzt kommt hier der Overkill. Bam! Overkill. Zack. Nee, aber der Laser, das finde ich auch so blöd, dass die den so ein bisschen... Ne, ich meine, der war früher auch gegen Infanterie gut und jetzt kannst du den vergessen. Kannst ihn nur noch gegen Fahrzeuge einsetzen. Das ist irgendwie ein bisschen... Was der hier machte, weiß auch mal. Auch keiner, ne? So genau. Jetzt hier, die kommen los. Und ich habe ihnen die Flag holen lassen. Das ist so sinnlos. Aber gut, es steht 3-3. Ich meine, das ist schon relativ spannend eigentlich bis dato, ne? Ja, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist jetzt schon ein bisschen... Wie lange ist das her? 1-2 Wochen, das ist Gameplay. Ja, da war schon nicht schlecht. Obwohl, nee, das ist gerade mal 3 oder 4 Tage. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ganz gut dabei. Ja, der steht da AFK rum und dann läuft er doch noch los und dann sind sie beide wieder nur One-Shot. Toll. Super, oder? So, sowas passiert dann wieder. Das ist einfach richtig ärgerlich, Leute. Ohne Witz, das ist richtig ärgerlich. Ja, ich gehe gerade noch ein bisschen mehr aufs Gameplay ein. Guck mal, und da wollte ich dann schon wieder, ne? Oh, und da geht er zurück. Oh, da war das der Triple gewesen. Eieiei, Karamba. So, warum ich übrigens mit der DMA spiele, werde sich vielleicht jemand fragen. Ja, Leute, auf Exile. Hallo? Auf Exile. Da, obwohl, auf Exile geht's noch. Aber auf allen anderen großen Karten, da kannst du es mit der BIA vergessen. Und hier mit dem Laser nebengeholzt. Auch so sinnlos. Da kannst du es mit der BIA vergessen. Ich bin eh gespannt, wie die das jetzt mit der BIA patchen, vorschaut, nicht vorschaut, blablablub. Bin ich sehr gespannt. Ja. Es gibt tatsächlich auch übrigens Leute, ja, die DMA einfach so geil finden und cooler als alles andere und die gar nicht. Das finde ich irgendwie... Und das war überhaupt total sinnlos. Ich meine, der hatte ihn schon geentert und dann fährt er noch auf mich zu und ich werde noch überfahren und sterbe dann noch und... Eieiei. Solche sinnlosen Tode. Aber an für sich fand ich das Gameplay lustig. Ich meine, ich bringe doch auch gleich die letzte Flag rein. Oder wie war das nochmal? Das ist alles hier sehr verwirrend und konfus. Konfus. Das ist das beste Wort, um das zu beschreiben. Das ist ganz eindeutig. Und der traut sich jetzt hier wieder nicht raus. Ich sehe doch, dass er da steht. Junge, komm raus. Und jetzt traut er sich. Zack. Und dann geht er wieder zurück. Ich fasse es nicht. Komm, den holen wir uns jetzt mit der Magnum. Zack. Die Magnum Halo 4 finde ich auch eigentlich ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Also, schon ordentlich. Und da haben wir es. Victory. Voll badass hier, ne? Der Jeff. Victory. Blablabla. Okay. Gut, Leute. Das wäre ein neues Gameplay-Commentary gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, sonst gibt es nicht viel von mir zu sagen. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Lesung von Schlacht um Reach einfach halten würdet, ob euch das interessieren würde. Natürlich vielleicht immer mit Gameplay unterlegt und so, aber quasi, ich lese dann einfach immer so ein bisschen vor, immer so 15 Minuten und oder je nachdem ein Kapitel, je nachdem wie lange das so dauert, müsste man dann gucken. Und ja, könnt ihr mal in die Comments schreiben, würde mich mal interessieren und ja, sonst soll es das gewesen sein, erstmal wieder mit diesem Commentary. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Bewertungen und Kommentare sind immer gern gesehen, also ja, genau, soweit, so gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen.